Hallo zusammen und vielen Dank für Ihre Teilnahme zum heutigen Webinar. Sie werden erfahren, wie sich unsere Häuser und Wohnungen durch die Covid-Pandemie verändern können. Gemeinsam mit Experten schauen wir in die Kristallkugel, wie das Post-Corona-Wohnen aussehen kann. Sind Trennwände bald das wichtigste Objekt im Raum? Kommt jetzt das Wohnen auf Distanz? Wir haben Hausprofis gefragt, wie wir unsere Behausung künftig besser auf Pandemien und Shutdowns vorbereiten können. Ebenso geben die Hausdaten einen spannenden Einblick über veränderte Gewohnheiten. Das Webinar wird circa 20 Minuten dauern. Ein kurzer Hinweis: Das Webinar wird aufgezeichnet. So können Sie es sich auch danach jederzeit und so oft Sie wollen anhören. Wenn Sie Fragen zum heutigen Webinar haben, schreiben Sie gerne eine E-Mail an int-marketing@haus.com. An dieser Stelle möchte ich mich gerne vorstellen. Mein Name ist Thomas Helbing. Ich bin Chefredakteur des Deutschen Hausmagazins und ich werde Sie durch das heutige Webinar führen. Corona hat uns bewusst gemacht, wie wichtig ein schönes Zuhause ist. Etwas, das wir schon fast vergessen hatten. Plötzlich war unser Bewegungsradius auf die wenigen Quadratmeter eingeschränkt, die wir bewohnen und mit unseren Liebsten teilen. Dabei haben wir unsere Wohnräume ganz anders wahrgenommen. Vielleicht realisiert, was wir eigentlich brauchen oder vermissen. Wir haben uns intensiv mit unserem Zuhause auseinandergesetzt, auch weil wir die Zeit dazu hatten. Das haben wir auch bei Haus bemerkt. In den Monaten März bis Juni gab es einen rasanten Traffic-Anstieg von über 100% auf der Webseite. Diese Rückbesinnung auf die vier Wände wird bleiben. Wir werden künftig mehr Zeit zu Hause verbringen als vor Covid-19. Und wir werden unsere Häuser und Wohnungen überprüfen, ob sie für künftige Szenarien wie die Corona-Pandemie vorbereitet sind. Dazu ein Zitat des Architekten Gonzalo Pardo. Es ist vernünftig, davon auszugehen, dass sich die Zeit der Beschränkung wiederholen und möglicherweise unsere Denkweise und Planung von Wohnräumen verändern wird. So der Architekt mit seinem Büro in Madrid. Für Sie, liebe Hausprofis, bietet sich damit auch eine Chance, ein heimischeres Zuhause mitzugestalten. Dieses Webinar soll Ihnen zeigen, welche Bereiche sich künftig wie verändern werden. Hier ein kurzer Überblick über die Themen. Im ersten Teil werden wir zurückblicken, wie Architekten und Stadtplaner früher mit Epidemien und Pandemien umgegangen sind. Danach werden Sie erfahren, wie sich unsere Bäder verändern werden. Dann werden wir einzelne Räume betrachten und wie sich da die Gewohnheiten verändern. Dann blicken wir darauf, wie Architekten dazu beitragen können, besser uns vor Pandemien zu schützen. Im vorletzten Teil schauen wir, wie wir unser Zuhause liebenswerter machen und schließlich zum Schluss, wie wir außen und innen besser miteinander verbinden können. Im Laufe der Geschichte haben Epidemien das Haus unserer Häuser, das Design unserer Häuser, Wohnungen und Städte beeinflusst. Im 19. Jahrhundert trugen unhygienische Zustände und überfüllte Städte zur Ausbreitung der Cholera bei. Dies führte zur Notwendigkeit, neue Sanitär- und Abwassersysteme sowie Stadtplanung neu zu denken. So entstanden zum Beispiel auch aus diesem Grund Mitte des 19. Jahrhunderts die breiten Boulevards in Paris. Sie gehen auf den Städteplaner Georges Eugène Haussmann zurück. Auch weiß man, dass die Moderne des frühen 20. Jahrhunderts unmittelbar zusammenhängt mit einer Tuberkuloseepidemie sowie der spanischen Grippe. Die modernistische Architektur von Architekten wie Le Corbusier und den Architekten des Bauhaus war eine Folge dieser schrecklichen Katastrophen. Die Gestalter des Bauhaus wollten eine neue Form der Architektur schaffen, die dazu beitrug, Tuberkulose zu verhindern und andere soziale Probleme anzugehen, wie die Notwendigkeit von kostengünstigem Wohnraum und die Verbesserung des Lebensstandards der Massen. So bestätigen uns die Architekturhistorikerin Beatrice Colomina und der Dekan für Architektur an der Universität von Arkansas, Peter McKees, dass dieses Clean Interior tatsächlich dazu beitrug, eine leichtere, luftigere, offenere und hygienische Umgebung zu schaffen. Die klinische Ästhetik ist deshalb kein Zufall, denn die modernen Architekten Anfang des 20. Jahrhunderts wurden von der Gestaltung von Krankenhäusern und Sanatorien beeinflusst. Möbel dieser Zeit, wie die 1928 entworfene LC4-Chaise-Lounge, die Sie hier rechts im Bild sehen, ist von Liegestühlen in Sanatorien inspiriert.
Pflegeleichtere Materialien wie Edelstahl und Leder sowie die filigrane leichte Konstruktion erleichterten das Bewegen und somit das Reinigen der Wohnräume. Bleiben wir bei Le Corbusier. In seiner 1929 entworfenen Villa Savoye in Frankreich gab es neben dem Eingang ein Handwaschbecken. Das klingt heute betrachtet ziemlich visionär. Denn durch Corona haben sich unsere Hygienegewohnheiten verändert. Und die neue Waschkultur wird auch künftig bei der Gestaltung von Wohnräumen eine Rolle spielen. Und nichts anderes hatte Le Corbusier im Sinn, der sich vor Krankheiten fürchtete und von Sauberkeit besessen war. Auch wir haben neu gelernt, unsere Hände den ganzen Tag über wiederholt zu waschen. Das Waschbecken hat unerwartet einen neuen Stellenwert bekommen. So wird das Waschbecken laut dem spanischen Architekten Moises Royan das ganze Haus besiedeln. Künftig werden wir es nicht mehr nur im Bad finden, sondern im Flur und auch im Schlafzimmer. Die Designer und Sanitärfirmen werden auf diese neue Situation mit neuen Modellen, Formen und Farben reagieren, damit sie sich besser ins wohnliche Umfeld integrieren. Die italienische Architektin Elsa Tessera meint, es ist unmöglich, Wasserstellen im ganzen Haus zu verteilen. Es ist notwendig, sie mit List am Eingang, neben der Tür oder im Garagenbereich zu platzieren. Ein kleines Handwaschbecken, das den zukünftigen Gast des Hauses begrüßt und ihn an die gängigsten Hygienepraktiken erinnert. Sie sehen hier ein kleines Bild auf der linken Seite. Das ist ein Projekt von Hülle und Fülle. Dabei war aber gar nicht ausschlaggebend oder die Idee dahinter, einen Sanitärbereich im Flur zu installieren, sondern ein Hauswirtschaftsraum. Dabei fehlte aber der Raum bei dieser Altbausanierung. Unsere wurden Waschmaschine in den Flur integriert, die sind in den Schränken versteckt. Und dazu wurde aber auch ein Handwaschbecken in den Flur gebaut. Somit, wenn man das heute betrachtet, ziemlich modern. Wir haben mal drei mögliche Szenarien durchgespielt, wie sich Sanitärbereiche verändern werden. Ich hatte schon angesprochen, das Waschbecken wird nicht nur im WC oder im Badezimmer Einzug halten, sondern so, wie wir das hier sehen, ein Projekt von Michel Perlini, auch im Schlafzimmer, im Flur und so weiter. Die Hausexperten sehen noch einen weiteren Trend durch Covid-19, die Trennung von Toilette und Bad. In vielen Haushalten existiert bereits neben einem Bad auch ein Gäste-WC, das sich meist im Eingangsbereich befindet. Experten wie die Architektin Raffaella Di Benedetto glauben, dass das der neue Standard wird. Einerseits ein Servicebad mit Toilette und Waschbecken und zusätzlich ein Badesalon, der immer mehr Wohnqualität bekommt. Wenn es dafür aus Platzgründen keinen Extraraum gibt, ließe sich mit Leichtbauwänden der intime Toilettenbereich vom Badebereich abtrennen. Durch diese Lösung können zudem mehrere Personen gleichzeitig die Badezimmerfunktion nutzen. Sie sehen das hier in der Mitte in einem Projekt von Cyrus Garnay. Außerdem wird das Thema hygienische Badoberflächen noch wichtiger werden. Materialien wie Edelstahl, Glas oder Korian verhindern die Ansiedlung von Viren und Bakterien, sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Deswegen sind sie im medizinischen Bereich schon lange erste Materialwahl. Die Hausexperten gehen davon aus, dass der Trend mit fugenlosen Böden aus Epoxidharz und porenfreien beschichteten Wänden im Bad ebenso zunehmen wird, weil sich dort wieder Schmutz, Pilze und Erreger in den Fugen sammeln können. Das Infektionsrisiko kann zusätzlich eingedämmt werden durch die Verwendung von Systemen, wie wir sie schon aus öffentlichen Sanitärräumen kennen, mit Sensoren ausgestattete Armaturen, Seifenspender und Türen, die den Kontakt mit den Flächen minimieren. Weitere Lösungen sind intelligente, selbstreinigende Toiletten oder Toilettensitze. Artemida hat zum Beispiel eine Leuchtenserie auf den Markt gebracht, deren ultraviolettes Licht Räume desinfizieren kann. Und die Architektin Elsa Tessera schlägt zudem folgende praktische Idee vor. Ich hätte gerne ein integriertes System am Waschbecken, das die Zeit angibt, die zum Händewaschen benötigt wird. Wie bereits in der Einführung angesprochen, haben wir während des Shutdowns unsere Wohnräume bewusster wahrgenommen als jemals zuvor. Dabei haben wir festgestellt, welche Bereiche wir häufig nutzen und welche Räume vielleicht verweisen. Viele von uns überlegen jetzt schon, wie sie durch veränderte und neue Gewohnheiten ihr Zuhause anders konfigurieren, optimieren und umgestalten können. So brachte es Corona mit sich, dass die ganze Familie wieder zu den Mahlzeiten zusammenkommt. Es gab eine regelrechte Renaissance des so spießigen Abendbrots.
Ein schön gestalteter Essbereich oder eine Wohnküche als zentraler Verabredungsort für die Großfamilie und für die Dinnerparty mit Gästen steht für viele ganz oben. Das zeigen auch die Suchanfragen auf Haus. Es gab im zweiten Quartal 2020 einen enormen Anstieg bei den Ideensuchen nach Esszimmern und Esstischen im Vergleich zum gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Der Begriff Essecke taucht in diesem Zusammenhang sogar zum ersten Mal auf. Das bringt auch weitere Aspekte mit sich, zum Beispiel eine verbesserte Vorratshaltung, wenn mehr Mahlzeiten zu Hause eingenommen werden. Viele werden sich daher überlegen, die gute alte Speisekammer zu reaktivieren, beziehungsweise mehr Stauraum in der Küche zu schaffen. So schaffte es der Begriff Vorratsschrank im zweiten Quartal 2020 sogar erstmals in die Liste der Haussuche. Viele haben von zu Hause gearbeitet und werden das auch künftig tun. Das bestätigt auch die Trendforscherin Lee Edelkort. Sie sagt, Arbeiten von zu Hause aus wird die Norm werden. Dem Homeoffice gehört definitiv die Zukunft. Wir alle wissen, dafür braucht es aber einen eigenen, möglichst abgetrennten und ruhigen Bereich sowie eine ergonomische, aber trotzdem optisch ansprechende Arbeitsplatzgestaltung. Viele überlegen jetzt schon, wie sie das bewerkstelligen. Die Haususerin Stefanie Linkebeck schrieb auf Haus, Homeoffice wird in der einen oder anderen Form bleiben. Deshalb haben wir uns entschlossen, unseren kleinen Anbau zu einem Büro umzubauen. Eigentlich sollte es ein Gäste- und Freundschaftszimmer werden. So wie Stefanie Linkebeek wird es vielen gehen. In einer Blitzumfrage auf Haus zum Thema, wie werden Sie Ihre Räume durch Corona verändern, entfielen 20% der Stimmen darauf, einen Arbeitsplatz einzurichten. Davor rankte nur noch ein helleres Zuhause zu gestalten und den Außenbereich zu optimieren. Interior-Designer sind hier gefordert, gute Lösungen zu entwickeln, damit konzentriertes und gesundes Arbeiten von zu Hause möglich ist. Alle haben es während des Shutdowns erlebt. Wenn alle zu Hause sind, kann das schön sein, aber auch ganz schön turbulent. Rückzugsmöglichkeiten gab es oft nicht, vielleicht auch aus Platzmangel. Heißt, viele Familien werden ihr Zuhause überprüfen, die Funktion von Räumen neu denken und aufteilen. Vor allem, wenn Homeoffice und Homeschooling auch zukünftig erhalten bleiben. Der französische Architekt Frédéric Garnichaud stellt deshalb fest, diese Krise wird die bereits bestehende Tendenz zur Gestaltung modularer Räume verstärken. Er und weitere Experten gehen davon aus, dass ein Raum künftig mehrere Funktionen erfüllen muss, wenn wir alles von zu Hause erledigen. Flexible Module und Einbauten werden immer öfter nachgefragt werden. So kann sich ein Zimmer, welches tagsüber als Homeoffice genutzt wird, nach Feierabend zum Fitnessraum mit Heimtrainer, Handeln und Yogamatte oder zum Hobbyzimmer und Atelier verwandeln. Und noch später am Abend wird es zum Musikzimmer oder Heimkino. Architekten wie Gonzalo Pardo denken dabei auch den bisherigen Trend zu offenen Grundrissen neu. Hier sehen wir einen Grundriss seines Projekts Sequence House in Madrid. Dabei handelt es sich um einen typischen Altbau, den Pardo umgebaut hat. Er entfernte alle nicht tragenden Wände und nennt das Entleerung. Danach baute er gezielt einzelne Gelegensbereiche, wie er das nennt, ein. Dabei hat er genau die Aufenthaltsgewohnheiten und Grundaktionen wie Kochen, Schlafen, Ruhen, Arbeiten, Körperpflege und Sozialisation der Bewohner analysiert. Herausgekommen ist ein teilweise offener, geschlossener oder halboffener Wohnbereich. Die Trendforscherin Ona Hawkes-Tresern spricht in einem Podcast des Zukunftsinstituts in diesem Zusammenhang vom Trend zum Broken Plan statt des bekannten Open Plan, also von offenen Räumen, die durchbrochen sind. Es wird zwar sicher kein Zurück geben zu kleinen verschachtelten Räumen, aber für mehr Privatsphäre werden Architekten diese besser zonieren und mit halbhohen oder transparenten Wänden unterbrechen. Nicht nur im Interieur wird sich einiges verändern. Auch die Architektur wird versuchen, die Ausbreitung von Viren einzudämmen. Städte sind Ansteckungsherde und die Bevölkerungsdichte ist ein großes Problem bei der Bewältigung von Pandemien wie Covid-19. Lassen Sie uns also ansehen, welche Ideen Experten bereits dazu haben. Der Architekt Moises Royan aus Madrid weist auf den Aspekt hin, dass künftig mehr Gebäude gebaut werden, denen sich Fenster nicht mehr öffnen lassen. Stattdessen sorgen intelligente Lüftungssysteme dafür, dass Innenräume 24 Stunden mit Frischluft versorgt werden und zudem schädliche Partikel in der Luft sowie Viren herausgefiltert werden. Wo diese Systeme nicht eingebaut sind bisher, dafür gibt es mobile
Geräte, wie Sie hier links im Bild sehen. Damit gefährliche Viren gar nicht erst ins Haus gelangen, ist eine häufige Empfehlung, die Straßenschuhe vor dem Betreten der Wohnräume auszuziehen, um so zu vermeiden, dass Viren ins Haus gelangen. Auch hier meint Royon, dass Häuser einen Raum direkt nach dem Eingang von der Straße oder auf dem Treppenabsatz haben sollten, um die Schuhe noch vor dem Haus auszuziehen. Er sagt, diese Räume müssen nicht groß sein. Sie können an die Größe des Hauses angepasst werden. Optimalerweise ist diese Eingangsschleuse dann auch gleich mit einem Waschbecken ausgestattet. Und schließlich kann Technik dabei helfen, Kontakte zu vermeiden. Türen mit Gesichtserkennung und sprachgesteuerte Aufzüge beispielsweise vermeiden, dass man Tasten und manuelle Bedienelemente berühren muss. Das kann die Übertragung durch Kontaktflächen minimieren. Auf die Frage, wie wir nach Corona leben werden, antwortet die Trendforscherin Lee Edelkort entspannter. Sie verweist auf die positiven Effekte, die der Corona-Lockdown mit sich brachte. Zum Beispiel, wie gut Ausschlafen für unser Aussehen und unsere Gesundheit war. Dass wir unsere Liebe zum Kochen und Backen entdeckt haben oder endlich neuen bzw. alten Hobbys nachgegangen sind, für die uns vorher schlicht die Zeit fehlte. Diese Erfahrungen werden uns und unser Zuhause nachhaltig beeinflussen. Der Architekt Marco Olivo sagt, ich glaube, was sich ändern wird, ist der Wunsch nach einem Zuhause als Quelle des Wohlbefindens. Es wird der Ort sein, an dem wir Erholung, Ruhe und Kraft finden. Die Zukunftsforscherin Ona Hawkes-Strasson sieht endlich einen Sinn für Hygge. Dieser Lifestyle-Trend zum Gemütlichmachen, der vor Covid-19 immer etwas dekadent herüberkam. Hawkes-Strasson spricht von einer regelrechten Hygifizierung unserer Wohnung und Häuser in den kommenden Jahren, weil wir durch Corona wieder gelernt haben, unser Zuhause wertzuschätzen. Es geht darum, ein Gefühl für eine Entspannung im Zuhause zu schaffen. Dazu passt Ihrer Meinung nach auch das Prinzip von Aufräum-Queen Marie Kondo, deren KonMari-Methode immer etwas belächelt wurde. Aber genau während des Lockdowns haben wir damit begonnen, herauszufinden, was funktioniert zu Hause und was nicht. Was kann aussortiert sein, ist überflüssig, kann gespendet oder verschenkt werden. Und was behalten wir, weil wir damit positive Gefühle verbinden? Kein Wunder also, dass das Thema Ausmisten von den Haususern im zweiten Quartal 2020 ebenfalls stark nachgefragt wurde. Der Architekt Javier San Juan möchte noch auf einen anderen Punkt hinweisen, auf den wir uns durch Covid-19 besonnen haben, nämlich auf die Werte des Zusammenseins. Wir haben im Lockdown die Beziehung zu anderen wiederentdeckt, ob nun durch häufigere Telefonate oder die Fürsorge für unsere Nachbarn. Er glaubt, dass das einen nachhaltigen Effekt haben wird. Ona Hawkes-Strasson sieht darin den Trend zur Co-Isolation, der sich vom Co-Living-Phänomen ableitet. Ihrer Meinung nach hat der Corona-Lockdown vor allem bei Single-Haushalten und den sogenannten Mikro-Apartments gezeigt, dass Einsamkeit und Enge ein Problem sind. Architektur wird sich dem stellen und damit künftig beschäftigen müssen. Neben privaten Flächen auch immer Gemeinschaftsflächen für die Lokalgemeinde mitzuplanen, damit eine künftige Isolation erträglicher wird. Das kann Ihrer Meinung nach innerhalb eines Gebäudes stattfinden, aber natürlich auch im öffentlichen Raum. Ihrer Meinung nach werden sich Stadtplaner wieder mehr auf kurze Wege und kleine Radien konzentrieren und wie lokale Angebote besser angesiedelt werden können. Hawkes-Strasson spricht von der 15-Minuten-Stadt. Früher nannte man das einfach Kiezkultur. In diesem Zusammenhang tritt noch ein anderes Phänomen zutage. Die Verbindung zwischen Außen und Innen wird immer wichtiger. Wer einen Balkon, eine Terrasse oder einen Garten während des Shutdowns hatte, war wahrscheinlich der glücklichste Mensch. Wer nicht, war frustriert. So zeigen auch hier die Suchanfragen bei Haus für 2020 ein enorm größeres Interesse bei den Themen Balkon, Gartenmöbel, Veranda, Poolbau, Pflanzen und Gartengestaltung. Noch einmal der Hinweis, verglichen wurden hier die gleichen Zeiträume, nämlich Anfang April bis Ende Juni, jeweils für 2019 und für 2020. Der italienische Architekt Tommaso Giunchi sagt, er habe Freunde und Kunden, die behaupten, sie werden nun nie wieder in einem Haus leben, das nicht mindestens einen kleinen Außenbereich hat. Der Architekt Javier San Juan sieht sogar einen Boom beim Begrünen von Dächern. Der Architekt Moïse Royon geht sogar so weit, dass für jedes Gebäude künftig ein Minimum an Grünflächen und nutzbaren Außenbereichen festgelegt wird. Das kann auf Dächern von Gebäuden passieren, wie wir das hier zum Beispiel sehen, in dem Beispiel vom Büro für Bauformen, ein Dachgarten in Nürnberg,
oder durch Balkone bzw. Loggien, Atrien oder einen Park direkt am Gebäude. Oder so wie die visionäre Studie von Precht-Architekten mit ihrem Farmhaus Wolkenkratzer, wo jeder Bewohner einen Außenbereich inklusive angeschlossener Minifarm hat. Architekten und Gestalter werden darauf mit Ideen reagieren, wie sie es schon teilweise gibt, mit Vertical Villages, begrünten Terrassen, Urban Gardening und Architektur, die die Natur reinlässt. Trendforscherin Lee Edelkort sieht auch, dass es verstärkt Leute aufs Land ziehen wird und die Natur zum neuen Lebensraum wird, um den überforderten Großstädten zu entkommen. Das Magazin Politico titelte neulich schon vom Tod der Städte, weil durch Telearbeit und Homeoffice Städte praktisch obsolet werden würden. Sie sehen also, liebe Hausexperten, sich zu Hause wohlzufühlen ist unerlässlich und das Interesse an einem schönen Zuhause ist bei den Haususern größer als vor Covid-19. Sie als Fachleute können potenzielle Kunden dabei unterstützen, neue Räume zu planen, über ihr Leben nachzudenken und zu überlegen, was sie brauchen. Für diese Arbeit können Sie Haus bestmöglich nutzen. Falls Sie dazu Fragen, Ideen und Vorschläge haben, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an int-marketing@haus.com. Vielen Dank, dass Sie am Webinar teilgenommen haben. Tschüss, alles Gute und bis zum nächsten Mal.